Wir vom NOI freuen uns sehr, die Fakultät für Ingenieurwesen bei uns hier eröffnen zu können. Wir bekommen hier viele Jugendliche. Es werden ab Oktober 850 jugendliche Studierende im NOI sein. Und wir erwarten uns einen regen Austausch mit den bestehenden Betrieben, mit den Forschungsinstitutionen. Und ich glaube, gerade dieser Mix ist eine sehr große Wichtigkeit, sei es für die Jugendlichen, wie auch für die Betriebe und die Wirtschaft in Südtirol. Wir haben im Grunde zwei Ziele. Südtirol soll wettbewerbsfähig bleiben. Das heißt, wir brauchen Unternehmen, Produkte, Prozesse, die weiterentwickelt werden. Und das zweite Ziel ist, wir müssen attraktiv sein als Standort. Wir wollen nämlich, dass junge Menschen zu uns kommen und auch unsere jungen Menschen beispielsweise wieder zurückkommen oder sogar hier bleiben. Und da kann natürlich die Fakultät für Ingenieurswissenschaften einen großen Beitrag leisten. Es ist eine hochwertige Ausbildungsstätte zunächst einmal, die dann eben qualifizierte Mitarbeiter produzieren wird, quasi für unsere Unternehmen, die eben innovativ unterwegs sind. Und gleichzeitig ist es so, dass es hier im NOI dann auch einen Effekt hat, dass ein tatsächlicher Campus entsteht. In a lot of other technology park, the problem is if students are not there, there's a main important component that is missing. And so it was crucial in my mind to build a faculty of engineering and to build it here. The students can expect a coordinated teaching offer in a lot of fields of engineering, going all the way to computer science. They can expect to have labs. This is also something which is rather unusual because labs cost a lot of money. And the students will have a new, wonderful building, and that's not something that everybody can offer. Abbiamo puntato sulla luce per la progettazione. Infatti l'edificio è composto da due strati, il basamento totalmente vetrato con dei forti setti stereometrici in cemento faccia vista e poi ai piani superiori invece un volume molto massiccio che abbiamo scavato con dei pati, delle terrazze per fare in modo che la luce diventasse la protagonista e inondasse gli spazi per renderli i più piacevoli possibili. Ci siamo messi nei panni degli studenti al giorno d'oggi affinché il luogo di apprendimento sia piacevole, ma con tutti i servizi che richiede, quindi per cercare di fare un luogo dove ci piacerebbe anche noi tornare a studiare.